Herzlich willkommen zu einem weiteren Special unserer Throne Weeks in Zusammenarbeit mit Sky. George R. R. Martin ist bekanntermaßen ein großer Fan der Geschichtsschreibung. Er hat viele Ereignisse und Persönlichkeiten aus der Menschheitsgeschichte genommen und in seinem Gesamtwerk verarbeitet. Sie alle aufzuzählen, würde hier wahrscheinlich massiv den Rahmen sprengen. Deswegen haben wir uns für die interessantesten in der Welt von Eis und Feuer zusammengetragen. George R. R. Martin kommt zwar aus der Science-Fiction- und Fantasy-Ecke, aber er selbst verschlingt eigenen Angaben zufolge einen historischen Roman nach dem anderen. Und so hat er in Game of Thrones viele historische Bezüge eingebaut. Beispielsweise ist die Stadt Meereen ganz offensichtlich an die alten Ägypter und die Babylonier angelehnt. Die Eisenmänner von den Eiseninseln sind in ihrer Mentalität und ihrem Wesen den Wikingern sehr ähnlich. Und ganz Westeros erinnert an das mittelalterliche England. George R. R. Martin sagte dazu folgende Worte: "Egal wie viel ich erfinde, es gibt immer Sachen aus der Geschichte, die genauso schlimm waren oder sogar noch schlimmer." Westeros ist in vielen Aspekten ein Abbild des mittelalterlichen Englands. Der Kontinent sieht in seiner Form schon so aus wie Großbritannien und eine Meerenge trennt den Kontinent von einer noch sehr, sehr viel größeren Landmasse. Denn in der Welt von Eis und Feuer ist es keine allzu weite Schiffsfahrt bis nach Essos, so wie Großbritannien nicht allzu weit weg ist vom europäischen Festland. Wer letztes Jahr auf meinen Tipp gehört hat und der fantastischen Netflix-Serie The Last Kingdom eine Chance gegeben hat, der weiß auch, dass England eine Zeit lang in verschiedene Königreiche unterteilt war. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Bis ins Jahr 450 gehörte die Insel Provinz Britannia den Römern. Doch als das römische Imperium dem Untergang geweiht war, mussten die Römer ihre Provinz Britannia Inferior aufgeben. Die Insel wurde dann von den Angelsachsen besiedelt. Das waren zwei germanische Stämme, die sich zusammengetan hatten. Das Wort England kommt auch genau daher. Das Eng hat nämlich nichts zu tun mit dem Adjektiv Eng, sondern mit den Angeln, einem der beiden Stämme, die die Inselprovinz für sich beanspruchten. Die Grafschaften Sussex und Essex zum Beispiel bedeuten nichts anderes als Südsachsen und Ostsachsen. Die Angelsachsen hatten schon immer mit den Wikingern aus den skandinavischen Ländern zu kämpfen. Damals war England eine Heptarchie. England war aufgeteilt in die sieben Königreiche Northumbria, Mercia, East Anglia, Kent, Sussex, Essex und Wessex. Es gab sogar streng genommen noch einige weitere kleine Reiche wie Lindsay oder Witche oder Maegenseed und Surrey, die ebenfalls Könige hatten und teilweise genauso mächtig waren wie die sieben großen Königreiche. Zeitweise wurden sogar sechs der sieben Hauptkönigreiche von den Skandinaviern beherrscht. Da versteht man aber sofort, woher George R. R. Martin seine Inspiration für die sieben Königslande von Westeros hatte. Es war in England Alfred der Große, der im 9. Jahrhundert alle Königreiche unter seiner intelligenten, weisen, aber auch frommen Faust vereinen konnte, als einziger König, so wie es einst Aegon der Eroberer in Westeros tat, denn 300 Jahre bevor die Serienhandlung einsetzt, hat Aegon Targaryen der Erste mit seinen drei Drachen Valerion, Meraxes und Vhagar alle einzelnen Königreiche erobert und unter seiner Herrschaft vereint. Alfred galt als genialer Herrscher, der mit Intelligenz und weiser Voraussicht handelte. Daran ist beispielsweise auch Aegon der Fünfte orientiert, einer der besten Herrscher, die es je in Westeros gab. Die Angelsachsen herrschten über 600 Jahre, bis die Normannen über die Insel herfielen. Der letzte angelsächsische König war Harald II. Der hatte im Norden bei der Stadt York im Jahr 1066 eine wichtige und schwierige Schlacht gegen die Norweger gewonnen. Er hätte sehr zufrieden mit sich sein können, aber kurz nach dem Sieg, als er sich bereits auf dem Weg in den Süden befand, erreichte ihn die Nachricht, dass die Normannen im Süden angriffen, die Soldaten der Normandie, einem Herzogtum im nördlichen Frankreich. Die nutzten die Gunst der Stunde und attackierten die Insel. In einem Gewaltmarsch begaben sich die erschöpften angelsächsischen Soldaten in den Süden, wurden dort allerdings von den Normannen besiegt in der berühmten Schlacht von Hastings im Jahr 1066. Und die normannische Eroberung Englands ist mittlerweile ein wesentlicher Meilenstein in der Geschichte Englands. Denn England wurde stärker an Europa herangeführt und die Skandinavier wurden allmählich verdrängt. Die Normannen schufen in England eine der mächtigsten Monarchien Europas und veränderten die Sprache und die Kultur von Grund auf. An der Spitze stand Wilhelm I., auch bekannt unter dem Namen William the Conqueror, also Wilhelm der Eroberer, der ab 1066 über England herrschte. Dass die normannische Eroberung Englands stark an Aegon und seinen Eroberungsfeldzug erinnert, das
brauche ich hoffentlich nicht zu erwähnen. Die TV-Serie trägt den Titel Game of Thrones, genauso wie der erste Band von George R. R. Martin, A Game of Thrones heißt, das Spiel der Throne, und gemeint sind damit die Intrigen in der Hauptstadt und das wilde Strippenziehen, um am Ende als die mächtigste Person dazustehen. Hauptinspirationsquelle für George R. R. Martin waren da ohne Zweifel die sogenannten Rosenkriege. Die Rosenkriege waren eine äußerst blutige Zeit für das England des 15. Jahrhunderts. Darin kämpften im Prinzip die Häuser York und Lancaster gegeneinander. Das klingt ja schon so wie Stark und Lannister. Die Yorks wurden repräsentiert von einer weißen Rose und die Lancaster von einer roten. Heinrich VI. Aus dem Hause Lancaster war der damalige König und kam schon mit 9 Monaten auf den Thron. England befand sich Anfang des 15. Jahrhunderts mitten im 100-jährigen Krieg, der sogar länger als 100 Jahre ging. Von 1337 bis ins Jahr 1453 kämpften nämlich die Engländer gegen die Franzosen. König Heinrich VI. Verlor einige Schlachten in Frankreich und galt allgemein als ziemlich unfähiger König. Vielmehr hieß es sogar, dass er langsam verrückt wurde, als er wichtige Ländereien in Frankreich verlor. In seinem Königshof gab es außerdem Ränkespiele und immer wieder kleinere Aufstände. Nach der Geburt seines Sohnes im Jahr 1453 hatte Heinrich schließlich einen Nervenzusammenbruch. Das nutzte der Herzog Richard aus York aus. Richard hatte schon seit langer Zeit die Absicht, selbst König über England zu werden. Genau wie Heinrich sagte Richard, dass er aus der Herrschaftslinie des Hauses Plantagenet abstamme. Beide hatten sogar recht. Das Haus Plantagenet war eine französischstämmige Dynastie, die jahrhundertelang über England herrschte. Auch der legendäre König Heinrich II., genannt Fitz Empress, gehörte dieser Linie an. Der lebte im 12. Jahrhundert und sowohl Richard aus York als auch Heinrich VI. Sagten, dass sie von diesem großen Heinrich abstammen. Der Konflikt kam zu einem ersten Höhepunkt am 22. Mai 1455. In der ersten Schlacht von St. Albans wurde ein großer Konflikt ausgetragen. Es gab 300 Tote. Es war ein großer Sieg für das Haus York, denn König Heinrich wurde nicht nur verletzt, sondern sogar gefangen genommen. Allerdings nicht von Richard selbst, sondern einige Zeit später von einem gewissen Richard Neville, dem Grafen von Warwick, der ein Verbündeter von Richard York war. König Heinrich VI. War zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich geistesgestört. Das Ganze erinnert an das, was der irre König Aerys II. Über sich ergehen lassen musste. König Aerys, Daenerys Vater, wurde nämlich in Dämmertal von Lord Finsterlin zu einem Verhandlungsgespräch eingeladen, in die Falle gelockt und festgenommen. Aerys verbrachte 6 Monate in Gefangenschaft und verlor dadurch komplett seinen Verstand. Richard von York hingegen sah nun seine Zeit gekommen. Nachdem Heinrich gefangen genommen wurde, wollte er sich die Krone aufsetzen lassen. Das Parlament machte ihm aber einen Strich durch die Rechnung. Er solle mit dem sogenannten König im Tower verhandeln. Die beiden einigten sich darauf, dass Richard von York der offizielle Nachfolger des Königs wird, anstelle des leiblichen Sohnes. Die Frau von Heinrich, Margarete, war damit aber ganz und gar nicht einverstanden. Sie wurde zur Führerin des Hauses Lancaster und zog gegen Richard in mehrere Schlachten, um den Thron für ihre Linie zurückzugewinnen. Die 2. Schlacht von St. Albans zum Beispiel oder die Schlacht von Wakefield. In genau dieser Schlacht schlugen Margaretes Männer Richard in Wakefield den Kopf ab. Das war gerade einmal 2 Monate nach der Vereinbarung zwischen Richard und Heinrich. Das Ganze verarbeitete George R. R. Martin auch beim Bürgerkrieg des Hauses Targaryen, dem sogenannten Tanz der Drachen. Dazu werden wir auch noch ein sehr ausführliches Video machen. Rhaenyra wurde dort von Viserys I. als Thronfolgerin ernannt und kämpfte dann gegen den eigentlichen Thronfolger Aegon II. Passenderweise ist es ähnlich wie bei den Rosenkriegen die Farbe der Kleidung, die beim Tanz der Drachen die verschiedenen Seiten symbolisiert. Beim Tanz der Drachen gab es nämlich die Schwarzen, die sich auf die Seite von Rhaenyra stellten, und die Grünen, die für Aegon II. Und seine Mutter Königin Alicent kämpften. Die Vereinbarung wurde in der Realität als geltend wahrgenommen und so wurde nach Richards Tod sein Sohn Edward IV. Zum König ernannt. Edward, der neue Führer des Hauses York. Der neue König von England musste sich aber immer noch gegen die Truppen von Margarete und Heinrich wehren. Doch in der Schlacht von Towton im Jahr 1461 konnte sich Edward ein für alle Mal durchsetzen. Er vernichtete die Truppen der Lancasters. Margarete und Heinrich mussten nach Schottland ins Exil fliehen, teilweise zu Fuß und frierend durch die kalten Wälder Englands. Das war der große Sieg des Hauses York über das Haus Lancaster. Die Rosenkriege schienen entschieden zu sein. Doch
jedoch der Schein trügte. Edward IV. Behandelte seinen Unterstützer, den Graf von Warwick, Richard, nicht gut. Dieser Graf von Warwick war eben ein ganz besonderer Mann. Er war der reichste Mann seiner Zeit und wurde nur Warwick der Königsmacher genannt. Genau wie Sir Criston Crowd, der auf Seiten von Aegon II. Beim Tanz der Drachen gekämpft hat. Der wurde auch Königsmacher genannt, als er im kleinen Rat einem Unterstützer von Rhaenyra die Kehle aufschlitzte und bestimmte, dass Aegon II. Der nächste König werden würde. Warwick der Königsmacher hingegen hatte eigentlich eine Frau ausgesucht, die Edward heiraten sollte, aber Edward heiratete stattdessen die verwitwete Elizabeth Woodville. So wie einst bei Robb Stark war genau das Edwards Untergang. 1470 beschloss Warwick der Königsmacher nämlich die Seiten zu wechseln. Er sprach mit Margarete und Heinrich, die in Schottland erneut versuchten, Truppen zu mobilisieren. Gemeinsam reisten sie zu Ludwig XI., dem damaligen König von Frankreich. Und dieser Ludwig half dem Haus Lancaster dabei, Edward IV. Erneut zu entmachten. Gemeinsam mit den Truppen von Ludwig war Warwick dem Königsmacher, Margarete und Heinrich nichts mehr entgegenzusetzen. Edward sah das ein, er stieg freiwillig vom Thron und ging nach Alkmaar in Holland ins Exil. Warwick hatte also erst Heinrich VI. Gefangen genommen und abgesetzt, um Edward IV. Auf den Thron zu bringen. Doch als der es nicht schaffte, den Earl von Warwick gut zu behandeln, agierte Warwick erneut und setzte Edward ab, um Heinrich VI. Wieder auf den Thron zu bringen. Die Macht und die Kaltblütigkeit, mit der Königsmacher handelte, erinnert teilweise an einen Mann der Größe von Tywin Lannister. Nun war das Haus Lancaster also zurück an der Macht. 1470 war das Jahr, in dem Heinrich VI. Erneut zum König ernannt wurde. Heinrich VI. Wusste zu diesem Zeitpunkt selbstwahrscheinlich gar nicht mehr, was um ihn herum passiert. Ihm versagten komplett die Nerven und seine Entscheidungen wurden wirrer und wirrer. Doch Edward saß auf dem Festland herum und war mit der Gesamtsituation äußerst unzufrieden. Mit anderen Worten, er war richtig, richtig pisst. In Burgund sagte ihm Karl der Kühne, der Herzog von Burgund und Luxemburg, weitere Truppen und finanzielle Mittel zu. Edward mobilisierte seine Truppen und führte sie in die Schlacht gegen die Lancaster-Truppen. Es kam zur Schlacht von Barnet, die durch einen hochinteressanten Irrtum entschieden wurde. Die Männer des Königsmachers verwechselten im dichten Nebel ihr eigenes Emblem, einen silbernen Stern, mit der Sonne von York. Sie griffen ihre eigenen Verbündeten an. In diesem riesigen Durcheinander nutzte Edward dieses Glück und zerschlug Richards Truppen. Auch Warwick der Königsmacher wurde in dieser Schlacht erschlagen. Edward schaffte es sogar, den geistig labilen König festzunehmen und erneut in den Tower von London werfen zu lassen. Dann führte er seine Truppen im Mai 1471 in die Schlacht von Tewkesbury gegen die von Margarete angeführten Lancaster-Truppen. Die Schlacht von Tewkesbury war eine äußerst gewalttätige und blutige Schlacht. Margarete setzte auf ihren Heeresführer Edmund, Duke of Somerset, aber Somerset hatte keine Chance gegen den kriegserprobten Edward. Das Haus York hatte die überlegene Artillerie und die bessere Strategie. Die Hälfte der Somerset-Truppen wurde ausgelöscht, die andere Hälfte floh. Das blutige Schlachtfeld trägt noch heute den Namen Bloody Meadow, was so viel wie Blutwiese bedeutet. Die Truppen von Edward konnten die von Haus Lancaster schlagen und Heinrichs Sohn töten, der übrigens verwirrenderweise auch Edward heißt, aber so ist das mit der englischen Geschichte. Es gibt einfach verdammt viele Richards, Henrys, Edwards und so weiter. Bloody Meadow oder Blutwiese erinnert übrigens auch an die Schlacht vom Rotgrasfeld in Game of Thrones, beziehungsweise in der Vorgeschichte von Game of Thrones. Während der ersten Schwarzfeuer-Rebellion kam es nämlich zu einer massiven und blutigen Schlacht, die die erste Rebellion der Schwarzfeuer-Bastarde beendete und vorerst König Daeron II. Als Herrscher über die Sieben Königslande bestätigte. Alle Überlebenden der Lancasters wurden in Schauprozessen nacheinander getötet. Margarete floh nach Frankreich, wo sie noch 7 Jahre lebte und Briefe immer noch mit dem Namen Queen absendete. Sie starb im Alter von 52 Jahren. Ihre Überreste wurden übrigens während der Französischen Revolution geschändet. Edward IV. War erneut der König von England und noch in derselben Nacht, in der Edward gekrönt wurde, wurde Heinrich VI. Von unbekannten Tätern im Tower ermordet. Die direkte Linie des Hauses Lancaster war damit ausgelöscht. Auf Heinrich VI. Folgte also einst Edward IV., woraufhin Heinrich VI. Wieder auf Edward IV. Folgte, bis Edward IV. Abermals die Krone an sich riss. Edward war auch tatsächlich beim Volk durchaus beliebt. Er investierte viel in den Städtebau und stärkte das Rittertum, auch mit dem französischen König
Ludwig XI. Schloss er einen wichtigen Frieden. Er gilt mittlerweile als einer der größten Könige der englischen Geschichte. Edward IV. War aber während seiner zweiten Herrschaft in einem ständigen Streit mit seinem Bruder George. George war der Meinung, dass er auf den Thron gehöre und intrigierte immer wieder gegen seinen Bruder und suchte Unterstützer. Auch da gibt es viele Ähnlichkeiten zu Game of Thrones. Edward leitete dann einen Hochverratsprozess gegen seinen Bruder ein. 1478 wurde sein Bruder schuldig gesprochen und getötet. Der Sage nach durfte George sich seine Todesart selber aussuchen. Angeblich wurde George deswegen in einem Weinfass ertränkt. Doch nicht viel später erkrankte Edward und starb nach einwöchiger Krankheit sehr überraschend. Das war nach einem Anglertrip und bis heute vermutet man, dass da ein Attentat im Spiel war. Robert Baratheon also nicht ganz unähnlich, der auf einem Jagdtrip von einem Wildschwein attackiert wird und noch einige Zeit lebt, bevor er stirbt. Auch bei ihm sieht das Ganze nach einem Unfall aus, aber in Wahrheit hat Robert von seinem knappen Lancel Lannister einen hochpotenten Wein bekommen, was ein Auftrag von Roberts Frau Cersei war. Die Ähnlichkeiten sind aber noch viel größer. Genau wie Robert Baratheon liebte König Edward das Saufen, das Jagen und das maßlose Fressen. Und natürlich den ausufernden Sex mit zahlreichen Mätressen. Aber hier kommt keine seiner Mätressen, sondern seine Frau ins Spiel. Vielleicht dachtet ihr euch, dass die mächtige und sehr aktiv agierende Margarete an Cersei erinnert. Ja, mag sein, aber Edwards Frau ist tatsächlich ein ganz klares Vorbild für Cersei. Edwards Ehefrau hieß Elizabeth Woodville und war ein ganz schön machtgetriebenes Wesen. Sie war eine der schillerndsten Persönlichkeiten der englischen Geschichte. Im Gegensatz zu Cersei kam sie aber nicht aus einer der reichsten Familien überhaupt, sondern aus einer ziemlich unbedeutenden. Dafür hatte sie glänzendes, blondes Haar und galt als eine der schönsten Frauen des gesamten Reiches. Elizabeth hatte zusammen mit Edward ganze 10 Kinder gezeugt, von denen 8 das Kindheitsalter überlebten. Den ältesten davon, Edward V., setzte Königin Elizabeth auf den Thron. Ein 12-jähriger, blond gelockter Jüngling, der von seiner Mutter als Marionette benutzt wird, die in Wahrheit die Fäden zieht im Hintergrund. Das erinnert doch stark an Cersei und Tommen. Und in Teilen auch an Joffrey. Ich hoffe, ihr kommt noch mit, denn nun machte ein neuer Mitspieler im englischen Mittelalter von sich reden, ein weiterer Richard, nämlich Richard III. Und der sorgte für eines der faszinierendsten Kapitel in der Geschichte Englands. Richard war der Bruder des verstorbenen Edward und somit der Onkel des neuen jungen Königs. Er herrschte über den Norden und wurde als engster Königsberater an den Königshof gebracht, wo er nach dem Tod des alten Königs dem Kind auf dem Thron dienen sollte. Quasi ein Eddard Stark, der aus dem Norden in die Hauptstadt gebracht wird, um des Königs engster Berater zu werden. Genau wie Ned forschte er in der Geschichte des 12-jährigen Königs herum und fand etwas Faszinierendes heraus. Der verstorbene Vater Edward war vor Elizabeth mit einer ganz anderen Frau verlobt. Elizabeth und Edward hätten nach dem damaligen kirchlichen Recht also niemals einander heiraten dürfen. Ihre Ehe wurde somit für ungültig erklärt. Damit waren ihre Kinder Bastarde und hatten gar nicht das Recht, den Thron zu besteigen. In Game of Thrones verlor Eddard dafür seinen Kopf, doch Richard III. Musste dafür nicht sterben. Stattdessen wurde der 12-jährige König und dessen Bruder, der ebenfalls Richard hieß, in den Tower von London geworfen. Sie gingen in die Geschichte ein als die Prinzen im Tower. Das englische Parlament veröffentlichte im Auftrag von Richard III. Das sogenannte Titulus Regius. In dieser Erklärung wurde dargelegt, warum Edward V. nicht auf den Thron gehörte. Stattdessen wurde Richard III. 1483 zum neuen König von England bestimmt. Das Ganze erinnert auch ein wenig an Stannis Baratheon, der offen ausspricht, dass König Joffrey ein Bastard ist und nicht auf den Thron gehört. Stannis brachte es nichts, in der Realität wurde Richard III. Der neue König. Dieser Richard III. Heiratete später sogar eine Frau, die stark an Sansa Stark erinnert. Dieser Richard war allerdings angeblich eine bemitleidenswerte Gestalt, zumindest äußerlich. Richard wurde in den Überlieferungen nämlich als deformierter, kleinwüchsiger und äußerst hässlicher König dargestellt. Ziemlich verrückt also, dass noch vor kurzem in einem Fernsehfilm diese Figur von Benedict Cumberbatch verkörpert wurde. Man kann allerdings davon ausgehen, dass die Historiker mit Richards Gestalt maßlos übertrieben haben. Aber ja, es ist offensichtlich, dass Tyrion Lannister eine überspitzte Version dieses Königs ist. Tyrion ist ebenfalls kleinwüchsig und gilt in den Büchern als äußerst hässlich. Die Historiker streiten sich darüber, inwiefern
inwiefern die Geschichtsschreibung von Richard tatsächlich akkurat ist. Richard III. War vielleicht sogar ein vergleichsweise guter König. Er setzte sich des Öfteren für die Bedürfnisse des einfachen Bürgers ein, doch in Shakespeares Stück wurde Richard auf jeden Fall als machthungriger Bösewicht beschrieben, der für Macht und Geld alles tut. Genau wie Tyrion galt Richard als bösartiges, mordendes Monster, das in Wahrheit vermutlich aber ganz anders war. Richard III. Tat dafür etwas anderes, das auch schon in Game of Thrones vorkam. Nachdem er Edward abgesetzt hatte, nahm er eine von Edwards Mätressen in seine Gewalt. Diese Dame hieß Jane Shore. Richard soll diese Jane Shore gehasst haben, vor allem aus politischen Gründen. Er bezeichnete sie als Hure und ließ sie in Unterwäsche in einem Bußgang ohne Schuhe durch die Stadt laufen. Das war für damalige Verhältnisse eine extreme Bestrafung. Jeder sollte die Frau sehr leicht bekleidet sehen. Es ist genau das, was der hohe Spatz mit Cersei macht. Cersei muss nämlich von der großen Septe von Baelor zum Roten Bergfried laufen, und zwar nackt. Aber zurück zu den Rosenkriegen. Richard sorgte dafür, dass die Unterstützer des Hauses Lancaster nach und nach abgesetzt wurden. Auch die Woodwills wurden aus allen wichtigen Regierungspositionen entfernt. Die sogenannten Prinzen im Tower wurden damals zu einer Legende. Im Sommer 1483 waren sie nämlich auf einen Schlag spurlos verschwunden und sollten nie wieder gesehen werden. Die meisten Historiker glauben mittlerweile, dass die Jungen ermordet wurden. Viele Forscher halten Richard III. Für den Täter, aber es gibt noch weitere Verdächtige, die in Frage kommen und die ein Motiv haben. Tatsächlich erinnert die Einkerkerung der Königskinder daran, dass die Sandschlangen von Prinz Doran in den Büchern in einen Turm gesperrt werden. Auch Arianne Martell, Dorans Tochter, wurde in den Sperrturm in Sonnenspeer gesperrt. All das ist in der Serie aber nie passiert, sondern lediglich in den Büchern. In den 1480ern schienen die Rosenkriege erneut vorbei zu sein, der Frieden kehrte ein und es schien, als sei das Haus Lancaster ausgelöscht. Doch da erschien dann plötzlich ein ganz neuer Thronanwärter, der ähnlich wie Daenerys Targaryen aus dem scheinbaren Nichts kam. Heinrich VII., der saß auf der anderen Seite des Ärmelkanals. Wer das war, wird euch vielleicht klar, wenn ich ihn auf Englisch ausspreche. Henry Tudor. Das war der Sohn von Edmund Tudor, einem Halbbruder des irren Königs Heinrich VI. Seine Familie floh wegen einer Fehde mit Haus York in die Bretagne. Heinrich konnte dort große Unterstützung gewinnen, denn Richard III. Hatte sich mit seinem Thronanspruch nicht nur Freunde gemacht. Haus York war ziemlich gespalten, nicht alle standen hinter Richard. So schaffte es Heinrich Tudor mit walisischen und französischen Truppen und einer großen Zahl an Söldnern nach England zu segeln. Heinrich Tudor wurde so zum großen Anführer des Hauses Lancaster, das noch immer in England viele Anhänger hatte. Im Jahr 1485 segelte die riesige Armee über den Ärmelkanal und am 22. August kam es in Bosworth zur großen Schlacht zwischen den Truppen von Richard und Heinrich Tudor. Diese riesige Schlacht konnte von Heinrich gewonnen werden. Richard wurde im Kampf von einem walisischen Adligen erschlagen. Seine Leiche wurde geschändet und verscharrt. Die Leiche wurde übrigens erst im Jahr 2012 bei Ausgrabungen unter einem Parkplatz gefunden. Heinrich Tudor war der neue König von England. Haus Lancaster hatte erneut gesiegt, wobei die Tudors vielmehr eine Nebenlinie des Hauses Lancaster sind. Die große Ära der Tudors war nichtsdestotrotz angebrochen. Heinrich kombinierte die beiden verfeindeten Rosen der Häuser York und Lancaster und machte daraus das neue Symbol des Hauses Tudor, das sogar stark an das Logo des Hauses Tyrell in Game of Thrones erinnert. Heinrich war kein dummer Mensch und heiratete die junge Elizabeth aus dem Hause York. Diese Heirat wird als das ultimative Ende der Rosenkriege bezeichnet. Die Rosenkriege zogen sich somit über einen Zeitraum von 30 Jahren und sorgten für zahlreiche Tote und Legenden. Das gesamte Spiel der Throne um Westeros erinnert sehr stark an die Geschehnisse in den Rosenkriegen. Heinrich Tudor erinnert, wie gesagt, in seinem ganzen Wesen sehr stark an Daenerys Targaryen. Beide kannten ihre Väter nicht und auch nicht das Land, auf das sie einen Thronanspruch haben. Daenerys wuchs auf dem Kontinent Essos auf, Heinrich in der Bretagne, und dennoch schafften es beide, ein großes Heer anzusammeln und die Meerenge zu überqueren. Ob Daenerys ihren Anspruch auf den Thron an sich reißen werden kann, das müssen wir noch sehen. Es bleibt auch abzuwarten, ob sie danach tatsächlich genau wie Heinrich Tudor eine Ehe vollzieht, um den großen Krieg zu beenden. Wer weiß, vielleicht ist es ja ein Stark, den sie zum Ehemann nimmt, oder vielleicht ein Lannister.
mal sehen, zu diesem Zeitpunkt ist alles reine Spekulation. Heinrich Tudor bekam einen Sohn, der ebenfalls Heinrich genannt wurde. Es soll ja schön verwirrend bleiben. Heinrich VIII. Wurde zum schillerndsten König der Tudors und genau um diesen König geht es auch in der Serie Die Tudors. Heinrich VIII. War vor allem bekannt dafür, eine Frau nach der anderen zu begatten. Seine bekannteste Frau war die gerissene und clevere Anne Boleyn. Anne Boleyn wurde in der Serie von einer ganz besonderen Schauspielerin verkörpert, nämlich von Natalie Dormer. Die spielt in Game of Thrones die Figur Marjorie Tyrell und genau diese Figur basiert sehr, sehr offensichtlich auf Anne Boleyn. Es dürfte also kein Zufall sein, dass sich HBO für Natalie Dormer entschieden hat. Anne Boleyn hatte einen großen Einfluss auf das britische Königshaus. Sie weigerte sich, nur Heinrichs Mätresse zu sein, woraufhin Heinrich sie zur Frau nahm. Sie brachte Heinrich VIII. Sogar dazu, mit dem Papst zu brechen und sich von der römisch-katholischen Kirche abzuwenden. Daraufhin gründete Heinrich VIII. Die Church of England, die noch immer besteht und derzeit etwa 25 Millionen Mitglieder hat. Anne Boleyn musste letzten Endes für ihre großen Taten büßen. Zur damaligen Zeit arbeitete Thomas Cromwell für Heinrich VIII. Das war ein wichtiger Staatsmann, der die Reformationen von Heinrich in England lenkte. Durch seine Politik wurde die Autorität des Königs im Norden Englands gestärkt. Er war beispielsweise der Grund dafür, warum Wales an England angegliedert wurde. Thomas Cromwell ließ sogar Homosexualität, Analverkehr und Sodomie unter Todesstrafe stellen. Mit diesem Cromwell kam Anne Boleyn ganz und gar nicht zurecht. Sie zerstritt sich mit ihm und genauso auch mit ihrem eigenen Ehemann und das Ganze führte dazu, dass sie hingerichtet wurde. Sie verlor ihren Kopf. Ihr wurde Inzest mit ihrem überaus gut aussehenden Bruder George Boleyn vorgeworfen, wofür er auch enthauptet wurde. Interessanterweise gehen viele Historiker bei George Boleyn davon aus, dass er homosexuell gewesen sein soll. Ganz genauso wie Marjories Bruder Loras Tyrell. Und bevor wir jetzt weitermachen, kommen wir zu einer ganz anderen Sache, nämlich Werbung. Wir arbeiten dieses Jahr in den Throne Weeks mit Sky zusammen, die ermöglichen uns das Ganze und Sky hat sich für den Start von Game of Thrones etwas ganz Besonderes überlegt. Ihr könnt nämlich ab dem 17. Juli die 7. Staffel von Game of Thrones angucken, nämlich auf Sky Ticket, das Ganze sehr schön online und das kostet sogar im Juli und im August keine 2 Euro. Das ist wirklich nix. Und ihr könnt sogar noch die ersten 6 Staffeln von Game of Thrones gucken und noch viele weitere andere Serien. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, zum Beispiel, dass das Ganze monatlich kündbar ist und auch, dass es keine Mindestvertragslaufzeit gibt, dann schaut doch einfach mal in den Link, den ihr in der Infobox findet. Da steht alles weitere, was ihr wissen müsst. Das größte und schockierendste Ereignis in der gesamten Handlung von Das Lied von Eis und Feuer ist aber ohne Zweifel die Rote Hochzeit in den Zwillingen von Haus Frey. Robb Stark reist zurück zum alten, skrupellosen Walder Frey, um sich dafür zu entschuldigen, dass er nicht wie vereinbart dessen Tochter geheiratet hat, sondern eine andere Frau. Gemeinsam mit den Lannisters und den Boltons lässt Walder Frey Robb Stark und seine gesamte Gefolgschaft in eine folgenreiche Falle tappen. Frey pfeift auf das als heilig geltende Gastrecht und bringt Robbs gesamte Gefolgschaft um. Die Rote Hochzeit hat aber tatsächlich auch einen historischen Hintergrund, denn es gab gleich 2 Ereignisse, die als berühmte historische Vorbilder gelten. Im Edinburgh Castle im Jahr 1440, also kurz vor den Rosenkriegen, gab es ein sehr, sehr ähnliches Ereignis. Die Familie im damaligen Schottland hieß aber nicht Stark, sondern Douglas. Der Douglas-Clan war eine der einflussreichsten Familien in einem Land, das von einem Kind regiert wurde, dem 10-jährigen Jakob II. Oder James II. Dieser Jakob war aber genau wie Aegon III. Nach dem Tanz der Drachen nur eine Marionette. In Wahrheit herrschten Jakobs Berater und diesen Beratern war die wachsende Macht des Clans Douglas ein großer Dorn im Auge. Daraufhin planten sie eine unglaubliche Tat. Der 16-jährige Earl of Douglas und sein jüngerer Bruder samt Gefolgschaft wurden nach Edinburgh Castle zu einem Festessen eingeladen. Dort wurde ihnen aber der Kopf eines schwarzen Bullen serviert, was für sie eine Nachricht sein sollte, dass sie den Festsaal nicht mehr lebendig verlassen würden. Noch vor Ort wurden sie hingerichtet und so ging das Ereignis als sogenanntes schwarzes Festessen in die Geschichte ein oder auf Englisch Black Dinner, wegen der Farbe des Bullen und natürlich auch der Tragik des Ganzen.
Klingt ja schon so ähnlich wie Rote Hochzeit. Das zweite Ereignis, das an die Rote Hochzeit erinnert, ereignete sich ebenfalls in Schottland und trägt den Namen das Massaker von Glencoe. Allerdings geschah das lange nach den Rosenkriegen, nämlich im Jahr 1692. In dieser Zeit stieg der protestantische Prinz Wilhelm III. Auf, was viele katholische Schotten überhaupt nicht schätzten. Den Jakobiten gefiel das aber gar nicht und so starteten sie einen großen Aufstand. Viele Clans, aber vor allem der Clan MacDonald aus Glencoe, nutzten das Chaos aus, um zu plündern und zu brandschatzen. Die MacDonalds plünderten so unter anderem die Ländereien der reichen Familie Campbell. Der Aufstand konnte vom protestantischen Prinzen niedergeschlagen werden und so kehrte allmählich wieder Ruhe ein. Anstatt die vielen Clans zu bestrafen, bot er ihnen einen Straferlass an, solange sie bereit waren, einen Treueeid auf ihn abzulegen. Die meisten Clans taten das sofort. Aber die MacDonalds warteten bis zum letzten Tag der Frist. Durch diverse Umstände kamen sie dann aber erst 5 Tage nach Fristende nach Edinburgh, um den Treueeid abzuleisten. Die MacDonalds dachten, sie wären fein raus, aber viele waren äußerst erzürnt über die Verspätung. Hinter verschlossenen Türen beschlossen einige Ankläger, den gesamten Clan auszulöschen. Im Frühjahr 1692 wurden die erste und die zweite Kompanie eines Regiments, das von Robert Campbell angeführt wurde, in Glencoe von den MacDonalds bewirtet. Das war eine ganz normale Tradition im Hochland Schottlands. Die Campbells und die MacDonalds verbrachten mehrere Wochen miteinander und spielten Karten und feierten des Öfteren bis in die Nacht. Dabei hatten die Soldaten den geheimen Befehl, den gesamten Clan MacDonald abzuschlachten. Eines Morgens stiegen die Campbell-Soldaten um 5 Uhr aus ihren Betten und brachten 38 Männer des Clans sofort um. 40 Frauen und Kinder wurden dann ins verschneite Hochland getrieben, wo sie alle erfroren. Fast der gesamte Clan MacDonald wurde im Massaker von Glencoe ausgelöscht. Es gab 78 Tote, aber vor allem schockierend war, dass die Gastfreundschaft brutal missachtet wurde, genau wie bei der Roten Hochzeit. Die Pubs in Glencoe haben noch heute ein Schild vor der Tür, das allen Campbells den Zutritt verwehrt. Genau wie die Rote Hochzeit hat aber auch die Purpurne Hochzeit ein reales Vorbild. Auf Joffreys Hochzeitsfeier wird König Joffrey vergiftet. Das Ganze erinnert an ein Ereignis, das im 12. Jahrhundert des englischen Mittelalters stattfand. Im Jahr 1153 steckte England in einem Bürgerkrieg, der die Anarchie genannt wird. König Heinrich I. verstarb und ein Kampf um die Thronfolge begann. Die Führer der beiden Parteien waren Mathilda, die Tochter Heinrichs, und ihr Cousin Stefan. Stefan folgte Heinrich auf den Thron, aber sowohl Mathilda als auch Stefan hatten Söhne und beide waren der Meinung, dass ihre Söhne nach Stefan auf den Thron gehören. So begann ein Kampf um die Thronfolge. Stefans Sohn, Prinz Eustace, verstarb unter mysteriösen, bis heute ungeklärten Umständen. Eustace wurde nach Cambridge zu einem Festessen eingeladen, wo er nach einem Bissen anfing zu ersticken. Er starb und viele glauben, dass er vergiftet wurde. Vermutlich von Mathilda, um ihren eigenen Sohn Heinrich zum König zu machen. Tatsächlich endete der Bürgerkrieg durch den Vertrag von Wallingford, in dem Mathildas Sohn zum Nachfolger Stephans erklärt wurde. Es gibt noch einige weitere Beispiele, in denen George R. R. Martin die Geschichte in sein Werk eingesponnen hat. Zum Beispiel wird Daenerys' Bruder Viserys von Khal Drogo geschmolzenes Gold über den Kopf geschüttet. George R. R. Martin hat die gesamten Dothraki an die Mongolen und andere Reitervölker wie die Hunnen angelehnt. Der Sage nach soll auch der Mongolenkönig Genghis Khan Menschen auf eine ähnliche Weise hingerichtet haben, allerdings mit Silber, nicht mit Gold, denn es gab tatsächlich eine mongolische Tradition, die besagte, dass königliches Blut nicht auf den Boden träufeln darf. So war das kochende Silber angeblich eine beliebte Art, um bestimmte Personen zu töten. Zum Teil wurden Personen angeblich auch in Säcke geschnürt, bevor sie ermordet wurden. Ich sprach heute bereits über den angeblich deformierten und hässlichen Richard, auf dem Tyrion basiert. Tyrion wird dabei eigentlich zum Held, als er beim großen Angriff von Stannis in der Schlacht am Schwarzwasser Seefeuer benutzt, um einen Teil von Stannis' Flotte zu zerstören. Das Seefeuer ist eine fast schon mystische Substanz in der Welt von Eis und Feuer, die vom irren König Aerys II. In großen Mengen produziert wurde. Seefeuer solcher Art gab es auch tatsächlich in unserer Geschichte. Die Substanz, von der ich spreche, heißt nämlich griechisches Feuer. Das war eine Brandwaffe, die vom Byzantinischen Reich eingesetzt wurde. Die Zusammensetzung wurde derart geheim gehalten, dass man heute nicht weiß, wie genau es damals zusammengesetzt wurde. Es ist zwar nicht grün, aber genau wie Seefeuer brennt auch griechisches Feuer auf der Wasseroberfläche. Interessanterweise wurde die Waffe von den Byzantinern ebenfalls Seefeuer genannt. Als die Araber im 7. Jahrhundert Konstantinopel belagerten, war das griechische Feuer der wesentliche Grund dafür, warum die Araber abgewehrt werden konnten.
Angeblich hat das Feuer ein unbeschreiblich furchtbares Inferno auf den feindlichen Schiffen verursacht. Das letzte Mal wurde griechisches Feuer im 12. Jahrhundert verwendet, als Konstantinopel 1453 erobert wurde vom Osmanischen Reich, ging das Wissen über das Feuer komplett verloren. Ansonsten ist es offensichtlich, dass das Großreich der Giskari an die alten Ägypter angelehnt ist. Die Giskari waren ein Reich, das massiv auf Sklaverei setzte und immer weiter expandierte, bis das neu entstandene Reich der Valyra das Reich der Giskari ablöste. Der Freistaat von Valyria ist mittlerweile ebenfalls nur noch Geschichte. Und zwar genau wie Atlantis. Atlantis ist zwar nur eine Sage und hat vermutlich niemals existiert, dennoch sind Parallelen offensichtlich. Atlantis wurde zum ersten Mal im 4. Jahrhundert vor Christus vom berühmten Philosophen Platon erwähnt, einem Schüler von Sokrates. Angeblich sei Atlantis etwa 9600 vor Christus eine riesige Seemacht gewesen, die versuchte, Athen zu erobern. Nach einem gescheiterten Angriff auf Athen wäre eine Naturkatastrophe über Atlantis eingebrochen und habe die Insel in einer einzigen Nacht unter Wasser gesetzt und zerstört. Eine Naturkatastrophe also, die ein riesiges, mächtiges Reich ausgelöscht habe und heute Gegenstand großer Mythen ist, eben genau wie Valyria, das einst von den sogenannten 14 Flammen ausgelöscht wurde, so wie Pompeji. Und die 14 Flammen sind eine Vulkankette, bei der im Jahr 114 vor Aegons Landung alle 14 Vulkane gleichzeitig ausgebrochen sind. Es war eine unvergleichliche Naturkatastrophe, die so noch nie erlebt wurde. Die Feuer waren dermaßen heiß und die anschließenden Erdbeben so zerstörerisch, dass selbst die Drachen den kollektiven Ausbruch nicht überlebten. Valyria, Hauptstadt des Freistaates Valyria, die prächtigste Stadt, die die Menschheit zu dem Zeitpunkt je gekannt hatte, wurde an nur einem einzigen Tag vollständig zerstört. Ein sehr interessantes historisches Vorbild will ich aber nicht außen vor lassen und dafür mache ich jetzt mit den Unbefleckten weiter. Die Unbefleckten sind das sagenumwobenste und legendärste Söldnerheer, das es in der Welt von Game of Thrones gibt. Die Unbefleckten werden seit frühester Kindheit zu tapferen, willenlosen Soldaten erzogen und kastriert, damit sie außer dem Kampf und dem Gehorsam nichts in ihrem Leben kennen. Die Spartaner, ein antiker Stadtstaat der Griechen, haben ihre Kinder ähnlich erzogen. Vor allem erinnern die Unbefleckten aber an eine Eliteeinheit im Osmanischen Reich. Schon früh im 14. Jahrhundert wurde der sogenannte Janitscharenkorps erfunden. Ähnlich wie die Königsgarde in Game of Thrones waren sie die Leibwache des Sultans und waren sehr hoch angesehen. Als die Osmanen über die Länder zogen und Kriege führten, wurde schnell klar, dass nicht genug Soldaten aus dem eigenen Volk aufgebracht werden können für die viele Expansion. Deswegen wurden von den unterjochten Völkern die stärksten und kräftigsten Jungs ausgewählt, damit sie in besonderen Akademien zwangsislamisiert werden können und dann wurden sie unter allerstrengster Erziehung zu Elitesoldaten herangezüchtet. Das waren vor allem Kinder aus christlichen Familien. Man erkannte ausgebildete Janitscharen an ihren weißen Mützen. Sie lebten ausschließlich für den Kampf. Sie durften nicht heiraten, lebten ohne jegliche Liebe und Sex und bekamen keinen Sold, sondern lediglich Nahrung gestellt. Sie mussten ihre Kameraden wie Familie betrachten und der Sultan galt als ihr Vater. Anfangs gab es nur etwa 100 Janitscharen, aber über die Jahrhunderte stieg ihre Zahl auf über 200.000, bis sie im Jahr 1823 aufgelöst wurden. Die Janitscharen erkannten nämlich plötzlich ihre Bedeutung und griffen mehr und mehr in die Politik ein, bis der damalige Sultan Mahmud II. Mit Unterstützung des Volkes das Janitscharenkorps auflöste. Mahmud ließ den Besitz der Janitscharen beschlagnahmen und so ging das Ereignis unter dem Namen Wohltätiges Ereignis in die Geschichtsbücher ein. Den Janitscharen nicht unähnlich war der Orden der Tempelritter. Der Templerorden war ein geistlicher Ritterorden, der von 1118 bis 1312 bestand. Der Orden wurde infolge des Ersten Kreuzzugs gegründet. Ritter und Mönche wurden in diesem Orden vereint, die bis dahin streng getrennt waren. Es war eine christliche Eliteeinheit, die Pilger beschützte, die nach Jerusalem reisten und sonst oft von Räubern überfallen wurden. Der Orden betätigte sich aber auch wirtschaftlich und nahm an größeren militärischen Aktionen im Heiligen Land teil. Tempelritter legten einen Eid ab, der bis zu ihrem Lebensende gelten sollte. Sie schworen, niemals Land zu besitzen, dem Orden immer treu zu bleiben und in ewiger Keuschheit zu leben. Also ganz so wie die Brüder der Nachtwache, nur dass die Tempelritter kein Schwarz trugen, sondern Weiß. Sie wurden von einem Großmeister angeführt, der bis zu seinem Lebensende bestimmt wurde, genauso wie der Lordkommandant der Nachtwache.
Wie ihr bisher seht, sind die Parallelen von Game of Thrones zur realen Menschheitsgeschichte immens. Beispielsweise erinnern die Spatzen ebenfalls an eine religiöse Bewegung der Geschichte. Die Spatzen samt des Hohen Spatzes sind ja eine religiös-fundamentalistische Bewegung, die Opulenz satt haben und selber die grundlegenden Lehren des Glaubens an die Sieben verbreiten. Während des 15. und 17. Jahrhunderts waren ebenfalls viele Gläubige mit der Dekadenz der katholischen Kirche äußerst unzufrieden und ziemlich sauer. Martin Luther beispielsweise wollte den christlichen Glauben wieder zu seinen Wurzeln zurückführen und nagelte seine 95 Thesen am 31. Oktober 1518 an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Zumindest angeblich, denn ob das wirklich so passiert ist, ist bis heute umstritten. In diesen Thesen ging es zusammenfassend aber darum, dass die Kirche von ihrer übertriebenen Gier nach Geld absehen soll. Wenn man in der Welt von Game of Thrones über Geld spricht, dann kommt man nicht drum herum, über die Eiserne Bank von Braavos zu sprechen. Diese Bank ist legendär und ist ein Zeichen der Macht und des Wohlstands. Selbst die Krone der sieben Königslande ist in dieser Bank massiv verschuldet. Auch diese Bank hat ein reales Vorbild. Vom 15. bis ins 18. Jahrhundert hinein bestand die italienische Dynastie aus der mächtigen Familie der Medici, die in Florenz ihre Heimat hatte. Die Medici erwarben ihren Reichtum erst im Textilhandel, doch gründeten dann ein modernes Bankwesen, das die europäische Finanzwelt der frühen Neuzeit dominierte. Mit anderen Worten, die Bank der Medici, die sogenannte Banco Medici, war die reichste und mächtigste Bank der damaligen Zeit. Die Bank bildete die Basis für die Macht und den Einfluss der Familie. Und genau wie die Eiserne Bank von Braavos finanzierte die Banco Medici verschiedene Monarchien in der gesamten Welt. Wo wir bei der Eisernen Bank sind, es gab mal einen berühmten Ritter mit einer eisernen Hand, nämlich Götz von Berlichingen. Das war ein fränkischer Reichsritter, der im Schwäbischen Bauernkrieg von sich reden machte. Götz verlor durch einen Schuss aus einer Feldschlange, also einer großen Kanone, seine rechte Hand. Ein Jahr lang lag Götz dann im Krankenlager. Er ließ sich daraufhin eine eiserne Hand schmieden, für die er berühmt wurde. So berühmt, dass sogar Johann Wolfgang von Goethe ein Stück über ihn schrieb und nach ihm benannte. Auf diesen Götz von Berlichingen geht auch der berühmte Schwäbische Gruß zurück. Und was genau ist der Schwäbische Gruß? Der Schwäbische Gruß oder das sogenannte Götz-Zitat stammt aus Goethes Stück. Da lautet nämlich ein Vers: Er aber, sag's ihm, er kann mich im Arsche lecken. Der Ausspruch "leckt mich am Arsch" geht also auf den Ritter zurück, auf dem auch Jaime Lannister basiert. Hier fällt mir noch ein ganz wichtiger Punkt ein. Viele Kritiker werfen den Machern vor, dass die Serie mit ihrer Freizügigkeit lediglich die animalischen Triebe der Zuschauer befriedige. Mit anderen Worten, der viele Sex und die nackten Körper werden eingebaut, weil sich Sex so gut verkaufe. Viele denken dabei an das Mittelalter als eine Zeitspanne der sexuellen Verklemmtheit, ganz so, als habe Sex im Mittelalter nie existiert. Der Mensch ist aber nun mal Mensch und so ist tatsächlich das genaue Gegenteil der Fall. Für viele Menschen gab es schließlich neben der Arbeit auf den Feldern nicht viel zu tun. Das Freizeitempfinden kam tatsächlich erst während der genau getakteten Arbeitszeiten in der industriellen Revolution auf. So gab es für die Menschen des Mittelalters oft nichts anderes zu tun als Sex. Ganz im Gegensatz zur Vorstellung vieler Menschen wurde im Mittelalter deswegen sehr viel Sex praktiziert. Das könnte also auch der Grund dafür sein, warum Sex in Game of Thrones so oft, so offen und so explizit dargestellt wird. Das war ein verrückter Exkurs nach Jaime Lannister und dem Götz von Berlichingen. Ein anderer großer legendärer Ritter in das Lied von Eis und Feuer ist Daenerys älterer Bruder Rhaegar Targaryen. Rhaegar ist zum Start der Serie bereits tot. Er kämpfte während Roberts Rebellion auf der Seite der Targaryens und wurde in der Schlacht am Trident in der Rubinfurt von Robert Baratheons Streithammer erschlagen. Dieser Rhaegar gilt als der heldenhafteste, talentierteste und fähigste Ritter, der je in Westeros gelebt hat. Somit ist er in Westeros schon fast eine Sagengestalt. Und ein genauso edler und tapferer Ritter war der sogenannte Schwarze Prinz im England des 14. Jahrhunderts. Dieser Prinz trug natürlich den Namen Edward. Edward of Woodstock. Er war ein ausgesprochen fähiger Feldherr und gewann zahlreiche glorreiche Schlachten gegen die Franzosen. Schon zu Lebzeiten war er äußerst populär und respektiert. 1348 wurde er auch als einer der ersten in den sogenannten Hosenbandorden berufen. Über ein allerletztes Ereignis möchte ich zum Schluss auch noch sprechen. In der letzten Folge der 6. Staffel rächt sich Cersei an all ihren Feinden und jagt in einem diabolischen, aber genialen Schachzug den Großteil ihrer Feinde einfach in die Luft. Das erinnert sehr stark an ein berühmtes Attentat aus dem 17. Jahrhundert, das im Gegensatz zur Sprengung der Septe von Baelor aber misslang.
Die Pulververschwörung am 5. November 1605 versuchten nämlich britische Katholiken während der Parlamentseröffnung den protestantischen König von England, Jakob I., samt seiner Familie und der gesamten Regierung zu ermorden. Mit 2,5 Tonnen Schießpulver sollte der gesamte Palast von Westminster in London in die Luft gejagt werden. Dafür lagerten sie den Sprengstoff in den Kellerräumen des Palasts, genauso wie Cersei. Ausgeführt wurde das Ganze vom Sprengstoffexperten Guy Fawkes und geplant wurde es von Robert Catesby. Das Attentat flog aber auf und die Täter wurden hingerichtet. Guy Fawkes wurde auch schon im Alan Moore Comic und der darauffolgenden Verfilmung V wie Vendetta verarbeitet. Übrigens ist der Kopf der Verschwörung, Robert Catesby, ein direkter Vorfahre vom Jon Snow-Darsteller Kit Harington. Und in einer kommenden BBC-Serie namens Gunpowder wird witzigerweise Kit Harington auch genau diesen Robert Catesby spielen. Wie unglaublich passend. Das war doch mal eine ganze Menge. Ich hoffe, dass ihr mitgekommen seid. In der Infobox findet ihr jetzt alle nötigen Informationen über Sky Ticket, mit dem ihr alle Staffeln von Game of Thrones im Juli und im August für 2 Euro anschauen könnt und auch noch weitere Serien. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr die Throne Weeks bisher genießt. Gebt diesem Video unbedingt einen Daumen hoch. Das unterstützt uns nämlich. Wir haben in unseren letzten Throne Weeks auch darüber gesprochen, dass die Religionen und die Orte in Game of Thrones reale Vorbilder haben. Das solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Und checkt auch mal das Video von Nerdkultur aus. Der hat nämlich auf Basis der wahren Geschichte mal Vermutungen aufgestellt, wie die Serie ausgehen könnte. Verpasst das auf gar keinen Fall und vergesst auch nicht, uns auf unseren Social Media Accounts unter die Filmfabrik zu abonnieren. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, hier auf die Filmfabrik mit mir, dem Alper. Vala Morghulis.